Nach wochenlanger Mini-Dürre zahlt sich jetzt die neuen zahlen sich die neuen Maßnahmen aus. Wir sind bei einer Megadürre von 21 Tagen. Das sind nochmal 3 Tage mehr als vorher. Wir haben unsere Wassertanks hier voll. Wir haben hier alles voll. Wir sind dabei, hier einmal die Zahnräder zu produzieren, dass wir eben dort weiterkommen. Wir sind dabei, alles zu machen, aber ich hoffe, es reicht. Ja? Wir müssen jetzt gucken, dass wir vor allen Dingen diese Sachen hier, auch wenn es ein bisschen kleinteilig ist, jetzt pausieren, damit wir eben hier nicht sinnlos irgendwelche Dinger bauen. Denn wir brauchen die Zahnräder jetzt für, oder ja, für die Zahnräder für eben diesen Tank. So, hier vorne ist das Wasser nicht ganz voll, warum auch immer. Das ist mir nach wie vor ein Rätsel, aber ihr seht, das Wasser fließt jetzt hier zurück. Und wenn das leer ist, dann können wir hier auch noch ein bisschen was aufmachen. Dann fließt hier nämlich auch noch Wasser zurück und hierüber. Da bauen wir jetzt ja unseren Tank, da wird es dann auch noch mal ein bisschen mehr Wasser geben. Also Wasser haben wir jetzt genug, wir sind auch bei 1600 km und wir starten nicht mit 800. Also auch da haben wir mehr als genug. Hier vorne wird ebenfalls Wasser produziert. Alleine hier sind wir bei knapp 1000 Wasserspeicher, die wir jetzt haben. Also ich persönlich würde sagen, das sollte eigentlich klappen. So, wir sind jetzt hier leider ein bisschen leer. Der ist auch leer. Okay, das ist natürlich doof. Jetzt baut hier nämlich keiner. Da müssen wir jetzt mal die Priorität dann doch noch ein bisschen erhöhen. Damit jetzt einfach hier der Wasserspeicher gebaut wird. Ja, das ist wichtig. Und eigentlich müssten wir ihn auch haben. Wir werden hier mal 4 Leute nur noch reinsetzen. Damit wir jetzt dort ein paar Leute mehr haben, die hier transportieren. Denn wir haben natürlich jetzt das Problem, dass wir natürlich auch eine ganze Reihe an Pumpen mehr haben. Und ich würde mal sagen, wir werden diese Pumpen jetzt pausieren und werden die nur aktivieren, anhalten am Dürreanfang und fortsetzen am Dürreende. Und hier genauso. Das sind die Pumpen, anhalten am Dürreanfang, fortsetzen am Dürreende, die einzig und allein dafür da sind, dass wir hier unsere Tanks vollkriegen. So. Gucken wir mal. Gut, jetzt haben wir hier 3 Leute. Das ist tatsächlich auch wichtig, dass wir eben hier die Produktivität hier hochhalten. Jetzt seht ihr, 19%. Gut, natürlich daran, dass hier alles voll ist. Aber das ist mir einfach wichtig. So. Hier vorne ist ebenfalls der hier wichtig. Das ist auch absolute Priorität. Da brauchen wir noch 4 Zahnräder. Dann können wir 300 weiter an Wasser speichern. Und das bedeutet immerhin 300 an Wasser. Wenn wir das durch die Anzahl an... Also wir gucken uns das mal an. Ja, wir haben jetzt hier haben wir 25 Biber. Das heißt, die brauchen ungefähr 50 Wasser am Tag. 10 Tage, 20 Tage schaffen wir hier. Also Haken hinter. Hier haben wir ungefähr das Gleiche. Also sogar ein bisschen mehr. Das heißt, hier würden wir ja mit 500 Wasser nicht 10 Tage, sondern so 8 Tage hinkommen. Das heißt, wir brauchen eigentlich diesen Tank noch, damit wir hier gut hinkommen, gut über die Runden kommen. Ja, das ist wichtig. So, jetzt ist Artorio gestorben. Ist wieder eine ganze Menge an Altersschwäche. Ja, wir müssen die Dinger hier weiter betreiben. Es bringt nichts. Wir müssen die Dinger betreiben mit unseren Mitteln, denn wir brauchen diese Dinger einfach, damit wir hier nicht untergehen und zu wenig Biber nachkommen. Das ist einfach jetzt entscheidend. So. Also, da wird gebaut, hier wird produziert. Also, okay, wir Planken haben jetzt hier. 11 Planken haben wir jetzt hier. Okay. Dann kommt der jetzt hoffentlich soweit. Ja. Produktivität 93%, Bretter, Zahnräder. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Okay, das gefällt mir. Dann müssen wir jetzt die Sachen hier fertigstellen. Ehen können wir... wir werden erstmal den hier depausieren. Damit wir... Nee. Erst wenn der fertig ist.
Wenn der fertig ist, dann werden wir den hier depausieren, damit wir ihn voll machen können. Aber ich denke, wir gucken uns wirklich erstmal an, dass wir den Tank hier voll kriegen. Ich glaube, der ist erstmal wichtiger. So. Hier hinten bist du ebenfalls am Bauen. Das passt soweit. Gut. Dann würde ich übrigens auch schauen, dass wir temporär diese Route Water zu Watergate jetzt erstmal wieder löschen. Ich denke, die brauchen wir nicht. Dann werden wir einmal kurz gucken, ob hier irgendwer gestorben ist. René hatte ich ersetzt. Ne, passt soweit. Okay, gut. Also genug Essen haben wir hier auch. Wie sieht es mit den Bäumen aus? Ja, Baum haben wir auch genug. Karotten. Wir könnten eigentlich auch einen zweiten Karottenernter hier hinten mal hinsetzen. Aber da haben wir eigentlich zu wenig Biber hier. Ja. Ja, da haben wir zu wenig Biber. Da müssen wir... Ja, das, nee, das geht nicht. Das, da haben wir zu wenig. So. Kein Wasser ausgewählt. Das wollen wir natürlich ändern. Du wirst bitte auch jetzt depausiert. Vielleicht haben wir ja Glück. Und da wären wir jetzt bei insgesamt 2000 Wasser, die wir hier gespeichert haben in der Republik. Das hoffen wir mal. Dass wir hier noch lange genug das Wasser pumpen werden. 49. Wir können einmal die Schleusen hier aufmachen. Damit das Wasser dort nachfließen kann. Das muss hier nicht verpuffen. Das können wir auch vernünftig verbrauchen. So. Okay, also. Wenn der voll ist, dann sollten wir bei 35 Bibern, das sind 70 Wasser, 700 Wasser sind 10 Tage. Ich hoffe, 6 Tage können wir noch pumpen. Dann sollten wir das eigentlich schaffen. So, da haben wir auch schon 30 Bretter drin. Echt? Das heißt, hier fehlen nur noch die Zahnräder. Dann hoffen wir mal, dass wir Glück haben, dass er schnell genug diese Zahnräder produziert. Aber da fehlt uns ein bisschen Energie für, ne? Gut. Das ist dann leider so. Gut. Dann werden wir als nächstes ihn hier machen. Da sind die Bretter ja drin. Dann können wir dich auch schon depausieren, dass wir hier alles reinkriegen. Wie viele Bretter hat er? Ach, er hat ja schon 7. Okay, sehr gut. So, wie viel Wasser haben wir jetzt hier? 600. 700. Und er ist gleich voll. Wunderbar. So, da ist das Wasser auch voll. Und ich würde auch hier in die Ecke jetzt den letzten Wassertank setzen, der hier vom Platz her reinpasst. Dahin. So. Azem, 3 Stab an Altersschwäche. Das ist überhaupt kein Problem, mein lieber Azem. Du, Azem, in der Generation 4 wirst natürlich auch direkt wieder mit dabei sein. So, also Wasser passt. Hier ist auch schon wieder fast empty. Boah, das geht's, ey. Das ist ja so krass. Wir werden übrigens hier 2 Pumpen anhalten, wenn unter 0. Na, wir machen das mal bei 3. Dass wir hier auf jeden Fall weiter pumpen. Und das möchte ich hier auch machen. Und dann gucken wir gleich mal, ob das überhaupt funktioniert, was wir hier machen. Dass wir hier anhalten, wenn unter 0,9. Dass wir hier 3 Pumpen setzen, die wirklich auch erst ganz unten anhalten. Dass wir hier wirklich auch das letzte Schlückchen Wasser raussaugen. Gut. Also, nochmal kurze Kontrolle. 50 Biber, das heißt, die brauchen 100 Wasser. 50 Wasser am Tag, 100 sind 2 Tage. Das heißt, die würden ungefähr, wenn wir 100 Wasser abziehen, ja, sagen wir mal so 18 Tage durchkommen. 15 Tage haben wir noch. Okay. Gut. Also mit den bisherigen Maßnahmen halten wir eine 20 Tage Dürre gut durch. Hier vorne auch. Jetzt müssen wir den hier fertig bauen. Das wird aber wahrscheinlich nichts mehr, solange wir das hier haben. Gut, also dann können wir uns jetzt endlich mal um ihn hier beschäftigen. Dass wir nämlich hier ebenfalls einen Posten hinsetzen. Ah, nee, den will ich nicht freischalten, eine Abgabestelle. So, und dort müssen wir jetzt Waren hinbringen. Das ist einmal von hier. Moment, Moment, Moment. Ist er jetzt leer?
Ja, das müssen wir erstmal umpriorisieren. Wir müssen hier die Schlepper erstmal priorisieren. Wir haben eh noch nicht genug Bretter hier drin. Oh doch, 17 Stück. Man soll niemals nie sagen. Oh doch, wir haben tatsächlich doch genug Bretter. Wir bräuchten eher mehr Zahnräder. Spannend, spannend. Wie sieht es mit dem Essen aus? Haben wir auch hier noch? Ja, pass mal auf, dann können wir hier sogar... Dann machen wir jetzt mal kurz die Pause. Die hier hinsetzen. Dann können wir die einmal zuerst machen. Ich depausiere die einmal ganz kurz. Und dann können wir da auch mit weitermachen. Wobei wir jetzt einmal eine Priorität festlegen. Der bitte. Dann die und danach erst die da unten. Und wie viel haben wir hier? Das ist okay. Die schleppen wir ansonsten auch mit. Und dann gibt es noch zwei normale mittlere Lagerhäuser hier bitte. Einmal damit hin. Und wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Ein mittleres Lagerhaus, weil das soll ja langfristig natürlich ein bisschen größer sein. Einmal dahin und... Ah, verdammt, das reicht noch nicht. Nee, nee, Quatsch. Ach, Unsinn. Das kann da bleiben. Wir machen bitte einmal hier noch was hin. Den brauchen wir nicht. Genau. Und dann kommt da noch ein Lager drauf. Und da gibt es einmal Beeren und Karotten. So. Dass wir auf jeden Fall da auch genügend Speichermöglichkeiten haben. Und der geht da weiter. So, haben wir das auch. Sehr schön. Also, wie sieht es da aus? 10 und wir sind bei 24. Ah, das wird aber knapp werden, muss ich sagen. Wie viel Wasser haben wir hier? 800. Wir sind hier insgesamt 40 Biber, das heißt 80 brauchen wir am Tag. 10 Tage schaffen wir. Also das sollte ganz knapp reichen. Aber es wird eng. Hier ist jetzt alles leer. Hier leben wir nur noch vom Wasser. Die Pumpen sind jetzt aber alle aus. Okay, also wir merken auch, unter 0 funktioniert es auch. Gut. Haben wir jetzt keinen Arbeitslosen. Die sind jetzt alle da drin und da drin. Das passt also. Okay, dann können wir gerne einmal dich. Hast du hier hinten alles fertig gebaut? Ja. Gut, also da haben wir genug Wasser. Dann können wir dich einmal dazu benutzen, dass wir diese ganzen Dinger hier abreißen. Natürlich extrem ärgerlich. Aber wir haben in meinen Augen jetzt auch keinen Essensmangel mehr. Sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. So, dann bekommst du hier hinten ebenfalls Verteilungslimits. Bretter brauchen wir hier erstmal nicht. Wir brauchen hier 20. Doch, wir brauchen Bretter. Aber die müssen wir von woanders holen. Beeren auf 20 bitte. Dann einmal... Holz auf 30 und Wasser auf 20. So. Einmal von dort bitte. Wir können die Planken hier rausnehmen. Einmal dahin mit Beeren. Einmal dahin mit Wasser. Einmal dahin mit Rohholz. So. Und das wird bitte einmal der Distrikt mit dem wunderschönen Namen Waldsee. Das finde ich eigentlich ganz passend. Hier wird ein See entstehen. Hier ist ein kleiner Wald. Das ist dann einmal Waldsee. So. Und das Ganze heißt übrigens Projekt 42.2. Ihr auch geschrieben, finde ich auch einen sehr hübschen
Namen. So, da sind wir auch dabei. Da kommen sie auch, glaube ich, überall nicht ran. Nee, da kommen sie tatsächlich nicht ran. Dann bauen wir dem hier mal... Hat der noch genug Holz für eine Leiter? Ja, okay, Planken hat er noch. Dann einmal eine Leiter. Einmal dahin, dann sollte das auch passen. Und dann müssen wir hier wirklich Leitern bauen, dass wir hier rüberkommen in den Distrikt. Ernsthaft? Echt jetzt? Der pennt im Wasser? Wie cool ist das denn? Das ist ja nice. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, ey. Na gut. So, schaffen wir das Ding jetzt hier? Na, Mist. Ah, das wird wahrscheinlich nichts werden, aber... Wir haben zumindest jetzt hier 800 Wasser. Also es wird wieder eine Punktlandung. Mit dem Tank werden wir zumindest in der Lage sein, wenn das denn alles voll ist, hier genügend Wasser zu pumpen. Das sollte Gott sei Dank nicht das Problem sein. Und jetzt mal gucken, ob wir die schon eingeplant haben. Nee, die können wir auch noch an die Strömungsanzeige verbinden. Das heißt, anhalten, wenn unter 0, fortsetzen, wenn über 0,16, das ist okay. Und anhalten, wenn unter 0. So, gut. Karotten haben wir auch genug. Schmarotz wurde geboren. Ist irgendwer gestorben? In letzter Zeit nicht. Unsere Biber werden immer langlebiger. Das ist sehr, sehr gut. So. Sieht es hier mit dem Wasser aus? Ja, noch kein Problem. Er ist dabei. Dann machen wir einmal auf 16 Stunden. Das priorisierst du bitte einmal. Ich meine, am Ende des Tages haben wir da eh nichts anderes zu tun. Müssen wir eigentlich die hier auch abreißen? Ich glaube ja, ne? Da brauchen wir aber eigentlich auch nichts Neues mehr aufbauen. Das funktioniert ja eh in der Dürre, wenn die Dürre kommt nicht. Und der ist pausiert. Ja, wir sollten den vielleicht... Wie haben wir das gemacht mit der Dürre? Am Dürreanfang? Ach, nee, wir haben das auch da rein verbunden. Genau, wir gucken mal, dass wir das mit dem Wasser anhalten, wenn unter 0, fortsetzen, wenn über 0,1. Und den werden wir auch mal gucken, dass wir das auf unter 0 machen. Okay. Hoffen wir mal, dass hier genug Wasser noch drin ist. Das sollte hoffentlich passen. Er jetzt eigentlich auch. Und hier haben wir halt deutlich mehr Wasser drin. So, die erste Pumpe ist schon aus. Und, oh Leute, komm schon. Auch noch drei Stück. Wir ziehen den Tag mal durch. In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen, was hier speichern können. Komm schon, drei Zahnräder werden wir doch noch hinkriegen. Wie sieht's da aus? Ja, okay. Ich hatte ernsthaft gehofft, dass wir mit unserer Industrialisierung hier ein bisschen schneller voranschreiten. Wir können in der Zeit mal uns anschauen, während die Biber arbeiten. Jetzt haben sie natürlich alle Durst wie Hupe. Ja, und es hat nicht geklappt, ne? Ne. Dann wird das Wasser wird morgen früh wahrscheinlich dann verdunstet sein. Das hat auch natürlich Priorität. Ja, das wird wahrscheinlich... Also, ich hoffe, ich habe natürlich die Hoffnung, dass es klappt. Ja, jetzt ist es weg. Mist. So, und jetzt ist er fertig gleich. Egal, dann haben wir zumindest 9 Tage. Das wird hier jetzt eng mit Wasser. Dann werden wir die jetzt wirklich mal pausieren für die nächsten 9 Tage. Dass wir ja keine Wasserprobleme bekommen. Das wird ein bisschen eng werden, aber ich denke, es sollte ganz knapp sollte es passen. Dann können wir jetzt gucken, dass wir hier die Bretterrouten einrichten. Und den hier jetzt auch als Puffer benutzen. Für Notfälle. Den machen wir jetzt ein wichtiger. Genau. Und du machst bitte einmal Bretter hier rüber. Na, wir haben gar keine Ablagestelle hier. Okay, das können wir natürlich hier oben bauen. Aber ich will hier eigentlich auch nur 10 Bretter drin haben.
So. Einmal 10 nach da, bitte. Den werden wir jetzt depausieren. Da ist alles drin. Und einmal 10 Bretter nach da. Bretter. Teilungslimit auf 10. So, dann schieben wir 2 Biber rüber. Da würde ich sagen, die holen wir aus Watergate zum Waldsee. Einmal dahin. Einmal 2 rüber. Und dann sollten wir mal gucken, dass wir am Waldsee ein Minimum von 2 eingeben. Und Operation Tellerrand auch erstmal. Okay, gut. Dann läuft das hier auch. Und dann können wir hier vorne jetzt anfangen, unseren Speicher zu bauen, dass wir einmal da bitte ein Deichchen bauen, einmal darüber, zack. Das können sie schon mal zuerst bauen. Genau, da können sie jetzt mit anfangen und dann bauen wir uns von hier hinten einmal da lang und ja, bis das Ding voll ist, das wird eh lang genug dauern. Und da müssen wir auf, also wir müssen eigentlich sogar in meinen Augen hier was wegsprengen. Denn dieser eine Kanal, der wird dann nicht ausreichen. Ich glaube, was ist denn jetzt passiert? Okay. Sobald wieder Biber geboren werden, gucken wir mal, dass wir die ersetzen. Kroddeln. Wen haben wir denn jetzt alles verloren? Dorn. Dorn in der Generation 4, bitte. The Jewelcraft und Kroddeln auch. Kroddeln haben wir da jemanden. Kroddeln in der Generation 4 und The Jewelcraft. Nehmen wir ihn. Mittlerweile einer der ältesten Biber in der Generation 5. Du arbeitest übrigens mittlerweile in Watergate. So. Also, das sieht alles ganz gut aus. Hier, ja, die Wasserquellen werden immer weniger, immer weniger. Die Bäume sind in 9 Tagen verdorrt. Ja, es wird auch knapp. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwann sogar einen neuen Wasserspeicher bauen. Aber noch geht's. Okay, so, da bauen wir jetzt unseren neuen Wasserspeicher. Hier sind wir am Speicher bauen. Das ist, also, verzeiht bitte, auch okay. Und wenn wir das hier fertig haben und unsere Wasserprobleme beseitigen, dann können wir schon mit der Industrie anfangen. Damit wir das auch durchziehen, sollten wir jetzt gucken, dass wir die nächsten Elemente freischalten. Also wir haben 1700. Was wir definitiv brauchen, sind die hier. Ich würde erstmal beim Dreier bleiben. Den brauchen wir auf jeden Fall fürs Let's Play. Die restlichen Sachen hier weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das müssen wir mal gucken. Die brauchen wir auch. Gerade die Dreifachschleuse würde ich wahrscheinlich sogar hier favorisieren. Dass wir dort ein- oder zweimal eine Dreifachschleuse noch mit einbauen. Ebenso hier vorne. Wir haben momentan halt noch, leider noch nicht die Möglichkeit, das hier zu bauen. Da brauchen wir noch das behandelte Holz und so. Da müssen wir wirklich noch den Industrialisierungsprozess unserer Biber voranschreiten lassen. Und damit das auch funktioniert, brauchen wir ganz dringend jetzt erstmal, bevor wir das andere uns holen. Der Motor, den haben wir schon freigeschaltet. Okay, dann ist alles okay. Ein universeller Energiedeich und ein Energiedeich, ein Deich, der mit integrierter Antriebswelle Energie horizontal und vertikal überträgt. Stabil, andere Gebäude können drauf gebaut werden. So, das sind 550, das kostet mir im Moment zu viel. Das sind übrigens auch alles Mods. Die Züge, ja, also ich möchte Züge bauen und ich stelle mir halt wirklich vor, dass wir dann gerade hier von diesem Bezirk aus, wenn wir hier die Industrialisierung machen, dass wir dann Züge nehmen, um die Waren zu verteilen. Das kann man dann in Zukunft, denke ich mal, ganz gut machen.
Aber das ist eigentlich eine Sache für die Zukunft, nicht für den aktuellen Moment. Unterirdische Rohrleitungen bin ich jetzt momentan auch noch nicht von überzeugt, dass wir die jetzt brauchen. Zumal das sehr viel benutzt im Moment. Und das ist auch nur ein... Also wir können damit von nach Wasser transportieren. Das gucken wir uns aber ein anderes Mal an. Wir haben noch 950. Getreidemühle. Eine Bäckerei wäre auch gut. Aber erstmal machen wir bei Zeiten, wenn wir das Wasserproblem hier gelöst haben. Und er ist jetzt fertig. Das ist gut. Werden wir hier jetzt einen Wasserableiter bauen und Kartoffeln erstmal anpflanzen. Das ist mir erstmal wichtiger. Die müssen wir dann auch hier über ihn in alle Herrenländer verteilen, damit wir da auch genug von haben. Und jetzt ist die große Frage, was wir mit den restlichen 950 machen. Ich würde fast sagen, wir nehmen die Dreifachschleuse auf jeden Fall. Und wir sollten auch die Sprengstofffabrik schon mal freischalten, damit wir anfangen, hier Sprengstoff zu produzieren. Denn wir brauchen hier in meinen Augen wir haben hier einen Kanal, der ist breit genug. Wir müssen aber in meinen Augen da definitiv einen wegsprengen, dass wir hier genügend Wasser langfristig raustransportieren. Ansonsten kriegen wir da auch direkt wieder ein anderes Problem. So. Dann nochmal eine Prüfung. Wie weit wird er hier funktionieren? Gucken wir mal. Das heißt, er geht bis hier hinten. Okay, das reicht aus. Da können wir auf jeden Fall genügend Sachen mit produzieren. Genügend Waren. Hier wird auch gebaut. Dann würde ich übrigens hier jetzt tatsächlich ein paar Schleusen mit einplanen. Und dann machen wir dann erstmal einen normalen Weg. Aber wir können auch eine Treppe bauen. Das geht auch. So, dann haben die genug zu bauen. Wir benötigen Energie, das ist klar. Ein Gebäude benötigt Wasser, das ist auch klar. Ein Biber ist verletzt. Vielen Sachen fehlen die Dingens. Und hier können wir jetzt anfangen, eine Zahnradroute einzurichten. Das heißt, wir können erstmal gucken, dass wir alle Zahnräder, haben wir jetzt 5 hier rüberbringen. Hier will ich jetzt aber auch nicht so viel drin haben. Da reichen erstmal, weiß ich nicht, 2, 3 Zahnräder hin. Wir gehen mal auf 5 Zahnräder. Damit wir jetzt anfangen können, dort Stahl zu produzieren. So. Also einmal bitte von dort nach dort die Zahnräder. Sehr schön. Gut, und wie es weitergeht, ihr Lieben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nächste Folge, nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. So, Zeit reduzieren. Die können jetzt auch mal ein bisschen weniger arbeiten. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie. Ciao, ciao.